Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Paladins Guide. Und aufgrund der regen Nachfrage unter dem letzten Video werden wir uns heute die Scharfschützin Kinessa näher ansehen. Und für alle Overwatch-Jünger da draußen kann man diesen Helden als eine Mischung aus Widowmaker und Symmetra beschreiben, der einen recht interessanten Spielstil verlangt. Kinessa ist mit einer der meistgespielten Helden in Paladins und besitzt 2000 Hitpoints, womit sie zusammen mit dem neuesten Bogenschützenhelden Charlene den anfälligsten Damage-Dealer im Spiel darstellt. Ihre Waffe kann sie im primären Feuermodus wie ein Sturmgewehr abfeuern und teilt dabei 150 Schaden alle 0,5 Sekunden aus. Wenn sie ihre Waffe anvisiert, wandelt sie sich zu einer echten Sniper-Rifle und lädt ihren Schaden allmählich auf. Hiermit kann sie maximal 1000 Schadenspunkte austeilen, wobei es sogar noch einen 30%igen Bonus gibt, wenn sie ein Ziel mit der vollen Aufladung trifft. Dabei lädt sich der Schuss innerhalb von 1,4 Sekunden komplett auf. So ähnlich kennen es auch Overwatch-Spieler von Widowmaker, bei der es beinahe genauso abläuft. Bei ihren Spezialfähigkeiten kann man sich jedoch teilweise an Symmetra erinnert fühlen, denn Kinessa kann bis zu 2 Minen auf der Karte verteilen, die alle 0,2 Sekunden 4 Schaden austeilen und außerdem ihr Ziel um 30% verlangsamen. Als kleinen Bonus teilt man gegenüber verlangsamten Zielen 30% zusätzlichen Schaden mit dem Sturmgewehr aus. Mit diesen Minen kann man sich also defensiv vor Flankierern absichern und offensiv schnelle Ziele verlangsamen, um sie aufs Korn nehmen zu können. Darüber hinaus hat sie auch einen Teleporter im Gepäck, allerdings funktioniert dieser eher wie bei Doom. Man feuert eine Art Wurfstern in Blickrichtung ab und kann sich an dessen aktuelle Position teleportieren. Hiermit kann man sich recht flink in Sicherheit begeben oder an aussichtsreiche Sniper-Spots gelangen. Ihre Ultimate-Fähigkeit ist der Headhunter, mit dem sie 5 Sekunden lang einen 50%igen Schadensbonus verabreicht bekommt, solange man auf den Oberkörper trifft. Außerdem lädt sich der Schaden ihrer Sniper-Rifle 50% schneller auf. Bei ihrem Kartendeck habe ich mich auf einen eher stationären Spielstil konzentriert, wobei sie sich durch die Karte Restore selbst heilen kann durch das Verwenden der Teleporter bzw. durch voll aufgeladene Schüsse mittels der Karte True Grit. Außerdem erhöhe ich die Reichweite meiner Minen, sodass ich mich mit ihnen besser absichern kann. Mit Kinessa haben wir also einen recht klassischen Sniper, der aus sicherer Entfernung die Gegner unter Beschuss nimmt und zur Abwechslung mal nicht mit Quickscope-Skills glänzt. Dabei sollte man aber immer seine Umgebung im Auge behalten, um nicht von gegnerischen Flankern böse überrascht zu werden. Eine gute Kenntnis über die besten Sniper-Spots macht hier wohl den größten Unterschied zwischen guten und nicht so guten Kinessa-Spielern aus. Wenn ihr mehr Paladins-Videos von mir sehen möchtet, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare und like das Video. Und sagt mir bitte auch, welche Helden ihr von mir als nächstes sehen möchtet, denn es gibt ja schon so ein paar zur Auswahl im Spiel. Und als kleines Dankeschön fürs Zuschauen verlose ich noch einen speziellen Skin für Paladins an die beste Antwort in den Kommentaren. Falls ihr das Spiel auch mal selbst ausprobieren möchtet, dann könnt ihr dies gerne über den Link unten in der Videobeschreibung kostenlos machen. Alles klar, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen!